Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal ein etwas anderes Video, denn ich habe euch vor kurzer Zeit nämlich gefragt, was habt ihr denn für Zuschauer-Gaming-Setups? Und da kam so einiges zusammen, Dankeschön dafür. Ich kann heute leider nicht alle dran nehmen, deswegen habe ich mir die besten herausgesucht. Aber für all diejenigen von euch, die jetzt denken, ey Mike, ich habe noch so etwas, kann ich das auf deinem Discord noch reinstellen? Kannst du? Ja, in einem halben Jahr mache ich wieder so ein Video. Ich habe mir jetzt überlegt, so alle halbe Jahre kann ich das machen. Einmal im Mai und einmal im November. Dann haben wir alle was davon. Wichtig ist dabei folgendes: 5 Querformatbilder und eine detaillierte Beschreibung, was da vor eurer Nase eigentlich so ist. Das ist eigentlich alles, was ich möchte. Sonst nichts. In diesem Sinne würde ich sagen, beginnen wir mit dem Zuschauer Racer Henne. So, meine Damen und Herren, also, dann legen wir mal los. Der Racer-Henne schreibt folgendes. Das ist mein Gaming-Setup. Lenkrad, Thrustmaster T300 RS mit dem SF1000-Aufsatz, Konsole, PS4, Fernseher, LG, in Klammern, mehr weiß ich leider nicht. Ist nicht schlimm. Sonstiges. Mein Lenkrad ist auf einem Bügelbrett befestigt und die Pedale sind mit Panzertape und Kreppband auf dem Boden befestigt. What the fuck? Zudem habe ich eine Facecam, welche ich mit Panzertape auf dem Fernseher befestigt habe. Das ist natürlich hier unschwer zu erkennen. Zudem stehen normalerweise noch 2 Laptops auf dem Bügelbrett, aber wenn ich selber fahre, steht wie jetzt nur ein Laptop. Also, habe ich das Ganze richtig verstanden? Du zockst gerade quasi auf einem Bügelbrett. Du zockst auf einem Bügelbrett. What the fuck, Alter? Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Also, fassen wir kurz zusammen. Also, LEDs würde ich niemals so hier hinklatschen, damit sie so öffentlich sind. Mach's am besten so wie ich. Da, die sind ja zum Beispiel hinter dem Regal und die wiederum klatschen gegen eine Trennwand. Also, so kann man sie zumindest nicht so ganz krass sehen. Das hier, das ist was anderes. Aber ich verstehe, was du sagst. Mit Panzertape, ich würde niemals in meinem gesamten Leben auf die Idee kommen, eine Webcam mit Panzertape auf einem Fernseher zu befestigen. Das ist... Auf welche Idee bist du denn da bitte schon gekommen? Naja, es ist auch egal. Hier sehe ich dann noch eine Switch. Hier sehe ich deinen Schlepptop. Hier ist, Also du hast ein Panzertape sogar direkt auf dem Bügelbrett installiert, wo dein Lenkrad auch installiert ist. Wow, kreativ auf allerhöchstem Niveau, muss ich mal ganz krass sagen. Das ist das ist die Pedalerie. Also, mein lieber Racer-Henne, das kann man doch anders lösen. Ich sage dir sogar, wieso. Mach's am besten so, schnapp dir die größten und dicksten Bücher, die du finden kannst und stapel sie so hintereinander. So und so. Aber doch nicht mit Kreppband und Panzertape. So. Nee, nein, 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 nein. Das kann man doch anders lösen. So, das nächste. Ja, SF1000 in der Ansicht. Sehr geil gehalten. Also, ich bin ein Fan vom SF1000. Muss ich euch ehrlich sagen. Vielleicht bringt Fanatec ja sowas auch noch auf den Markt. Wer weiß. Da sieht man ihn. Hi, grüß dich. Und ja, ich weiß nicht, wie das bei der PlayStation ist. Vielleicht kann man ja die Kamera noch irgendwie hier oben hin klatschen oder vielleicht sogar hier unten, weil hier siehst du den ersten Platz nicht. Und ja, ist nur halt eine Wunschvorstellung. Und hier nochmal alles in der Übersicht. Hier sieht man noch die PlayStation, da noch diverse USB-Sticks und bla, bla, bla. Mit dem Bügelbrett, gut, das kann man noch anders lösen. Aber ja, auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie du F1 zockst. Jelka Jors Gaming Setup. Ich benutze einen 27 Zoll Monitor in Klammern HP 27XQ mit einer Auflösung von 2560x1440 und 144 Hertz. Fürs Racing benutze ich eine Thrustmaster TSXW Wheelbase und das SF1000 als Aufsatz. Zum Bremsen habe ich die Thrustmaster TCLM Pedale, in Klammern die Load Cell Bremse. Bin ich auch ein Fan von. Ich nutze zusätzlich Alpine Stars Handschuhe und für Sim Racing die Oculus Rift für VR. Damit das Spiel auch top läuft, habe ich in meinem PC eine AMD Radeon RX 6600 XT verbaut. Schön, schön. Also hier sieht man schon, er hat LEDs verbaut und Racer Henne, genauso musst du es machen. Die LEDs darf man nicht unbedingt sehen, also so sollte man das machen. So, das ist das Thrustmaster XW. Ich glaube sogar, das ist ungefähr auf einer Wellenlänge mit dem TSPC Racer. Jelka, sag dazu mal was. Es kostet um die 500 Euro, soweit ich weiß. Als nächstes haben wir, wie schon gesagt, SF1000. Schönes Lenkrad, gar keine Frage. Und last but not least,
Ja, so könnte man die Pedale auch installieren. Kleiner Tipp noch, sollten Sie irgendwann mal wegrutschen, empfehle ich dir die Büchervariante. Einfach hier hinter klatschen, damit das ja nicht erst irgendwie verrutscht. Also fassen wir zusammen. Ein schönes Setup, was du gemacht hast. Sehr viel LED verbaut. Also hier hinten sieht man auch noch ein bisschen violett und sowas. Ja, schönes Setup, schön schlicht gehalten. So soll es sein. So, wo ist er? F1 Master. Kollege Schnürschuh, jetzt bist du dran. So, let's go mit O. F1 Wasser schreibt: Massas Gaming Setup, Monitor, MSI 34 Zoll Curved Monitor im 21 zu 9 Format mit einer 3440x1440 Auflösung und mit 144 Hertz. Super. Mein Fanatec-Zeug, Wheelbase, Fanatec CSL Elite Wheelbase plus PS4 lizenziert. Lenkrad, ein Fanatec Clubsport Lenkrad Formula V25, in Klammern nicht das V25X, das habe ich zum Beispiel hier. Pedale, die CSL Elite Pedale und sonstiges, ich nutze keine Handschuhe beim Fahren, mehr eigentlich nicht. Ich hätte mir noch ein paar PC-Daten gewünscht, aber ist das nicht so wahnsinnig wichtig? Ich rate dir eigentlich immer zu Handschuhe, einfach deshalb, du hast immer noch Grip. Du schonst dein Lenkrad damit und du kannst dich irgendwie wegrutschen. Vertrau mir, die wirst du benötigen. So, fassen wir mal kurz zusammen. Hier ist die Pedalerie. Hier ist ein, also ein Schwarz-Weiß-Lenkrad hat auch was. Also bin ich ein Fan von. Sehr geil. PC. Ja, hier mit so einem Schauglas dabei. Interessant. Monitor, wie gesagt, 21 zu 9 ist geil. Solltest du jemals streamen, wird es auf 16 zu 9 entweder begrenzt. Oder du hast halt oben und unten schwarze Balken. Das muss dir natürlich dann auch klar sein. So, hier nochmal in der Nahaufnahme. Interessant. Hier unten hättest du noch aufräumen können, Kappa. Weiter im Text. Dann, ja, Monitor, sehr geil. Kabelsalat vom Allerfeinsten. Aber das hattest du mir ja bereits berichtet. Es ist nicht schlimm, wenn man halt Kabelsalat hat und sowas. Dagegen gibt es solche auf Amazon Klettverschlüsse, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also Kabelbinder, die aussehen wie Klettverschlüsse. Wenn du willst, schicke ich dir mal einen Link dazu. Kosten nur 50 Stück etwa. Was kosten die? 7, 8 € oder sowas, keine Ahnung. Und hier halt jede Menge Kram. Hier müssen Dokumente und hier nochmal in der Übersicht. An sich auch sehr schlicht gehalten, finde ich auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Und zwar, der Herr De Niro schreibt Folgendes: Moin Mike, mir wurde gerade mal wieder eins deiner Videos in meiner YouTube-Timeline gespült. Und da es ein Mitmachvideo ist, dachte ich könnte dir auch mal mein aktuelles Setup zeigen. Lachsmiley. Auf jeden Fall. Basics: eine Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming Mainboard, ein AMD Ryzen 7 3800X. Gigahertz hast du hingeschrieben, ich weiß zwar nicht wie viel, aber müsste ein 8-Kerner sein, bin mir jetzt nicht sicher. Eine EFGA 6 GB RTX 2060 KO Ultra und ein Triple 27 Zoll Samsung 72 Hz Curved. Frage als erstes: Warum hast du dich für 72 Hz entschieden und nicht für 144 Hz? Kannst du mir gerne mal dazu schreiben. Simzo Böher hat er folgendes: Clubsport V2 Pedale, Clubsport Wheelbase V25, Clubsport Formula V25X, Rig selbst gebaut aus Holz. Geil. Unter dem Set habe ich zwei Bassshaker gebaut, welche ich mit SimHub ansteuere. Über dem Bildschirm habe ich mir eine LED-Flaggenanzeige gebastelt, Arduino Nano und selbstgedruckten Case aus einem 3D-Drucker. Seitlich rechts und links ein Windsimulator, ebenfalls gesteuert über ein Arduino Nano und SimHub. Die Düsen für den Lüfter sind auch selbst gedruckt. Ich fahre nur Race Room, selbst dafür habe ich leider auch kaum Zeit. In-game benutze ich Crew Chief als Spotter und als Overlay Otterhut. Sagt mir jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe, sonst gerne Fragen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, De Niro, das Setup ist schon echt geil. Alleine etwas aus Holz zu basteln, zeigt auf jeden Fall kreativ. Hier die Tastatur, hier die Sparko-Handschuhe, soweit so gut. Dann halt hier noch so ein Ziffernblock, hier eine Mauspad installiert, also interessant. Dann hat er hier oben noch, wenn das, ist das ein Zusatzdisplay oder bilde ich mir das nur ein? Ich kann es nicht genau sagen. Oder er hat was gedruckt, nur um da das Wort Fanatec halt zu platzieren, was ja hier auch schon ist. Das Lenkrad habe ich übrigens auch. So, hier. Interessant auf jeden Fall. Die normalen Fanatec-Pedalerien haben nämlich einen schwarzen Hintergrund. Er hat sie wahrscheinlich abgeschraubt und komplett irgendwie, sag ich mal, ja, bearbeitet. Sieht echt geil aus. Als Sitz hat er einen GT Omega.
Auf jeden Fall sehr nice. Hat er hier drauf gebastelt. Und ja, das war es im Großen und Ganzen schon hier oben, eine BMW Motorsport Cab. Ansonsten habe ich nichts zu sagen, außer ein sehr, sehr geiles Setup. Ich kann nur sagen, wirklich, Daumen nach oben, hast du sehr gut gemacht. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Er schreibt, und zwar ziemlich viel. Einige erkennen ja ein wenig mein Setup, da ich vor ein paar Monaten schon ein Bilder gezeigt habe. Aber nun kann ich ein wenig mehr ins Detail gehen. Den PC habe ich mir selber zusammengestellt und zusammenbauen lassen. Ein Be Quiet Dark Base 900 Pro, ein Intel Core i7 7700K, eine GTX 1080 Ti, die sieht man heutzutage gar nicht mehr. Die hat 11 GB an RAM, 32 GB RAM, 7 TB Festplatte verteilt auf 3 SSDs. Habe erst dieses Jahr komplett auf SSDs umgestellt und sie sind so verbaut, dass man sie nicht sehen kann. 750 Watt Netzteil. Wenn die Preise irgendwann wieder sinken, wird auch die CPU und Grafikkarte aufgerüstet. Monitor ist einer von AOC Argon 27 Zoll WQHD mit 144 Hertz. Mein Cockpit ist ein TR160 Aluminium Rig mit GT-Sitz von der Firma Track Racer und ein paar Extras. Zum Fahren benutzt er Fanatec CSW Base 2.5, Fanatec CS Shifter SQ1.5, Fanatec CS Handbremse 1.5 und Fanatec CS Pedale V3 Inverted. Die kosten 600 € die Pedale. Die Inverted, weil die sollen das Ganze wie beim Auto komplett simulieren. Dann hat er geschrieben, ein klassisch rundes Lenkrad, wo ich die Schaltwippen entfernt habe, um klassische Wagen zu fahren. Normales GT-Lenkrad, Formula V2 und ein Porsche-Lenkrad mit Podium-Button-Modul. Weiterhin Schuhe und Handschuhe von Sparco. Eine LED-Bau- und Datenanzeige ist eine Fanatec CSW Pro Race SLI von Sim Racing Hardware, dient auch als Flaggenanzeige. Als Unterstützung habe ich die Hatsune Miku alias Racing Miku als Teamchefin und Renningenieurin. Danke, Patrick, für dein Setup. Wie man sehen kann, ja, der Kompressor hat da auch gesagt, was das ist. Ich habe es aber leider nicht mehr im Sinn. Blende ich hier ein, wenn ich es wieder weiß. Sehr geil. Also der Sitz ist wirklich wow. Alles klar. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ich weiß nicht, wie eure Meinung zu Schuhen bezüglich Racing sind. Könnt ihr mir gerne mal jetzt hier reinschreiben. Aber sehr geil gehalten, sehr clean, muss ich sagen. Ein 27-Zoll-Monitor. Er hat nur einen Monitor, das überrascht mich. Das Setup hier, das ist schon eine Wucht. Da auch nochmal zum Mitschreiben. Hier auch nochmal ein bisschen Kabelwirrwarr. Ich bin auch nicht besser. Ja, das meinte ich. Die Inverted erkennt man daran, dass die hier oben die Bremse und hier die Kupplung installiert ist. Nur das Gaspedal ist genauso wie die anderen Modelle auch. So, dann direkt sympathisch. Nürburgring und zwar die Holzvariante, glaube ich zumindest. Und das auch noch mit LEDs dahinter. Hier noch ein Fanatec-Modul, hier ein Fanatec-Lenkrad. Hier noch ein Fanatec-Lenkrad und noch ein Fanatec-Lenkrad. Mein Gott, Margot, das ist mein Setup, ey. So, und dann hier nochmal die LED-Anzeige mit allen möglichen Tamtaram. Ja, Patrick, sehr, sehr, sehr geiles Setup. Also wirklich, ich war ja schon mal bei dir, deswegen wusste ich ungefähr, wie es aussieht. Sehr, sehr, sehr geil. Also ich bin wirklich fast schon sprachlos. Maxi hat mir Folgendes zukommen lassen. Sein Setup: MSI GeForce RTX 20 Super Gaming X-Trio 8 GB, 2 TB SSD, AMD Ryzen 5 3600 mit 6 Kernen, 16 GB RAM, Wasserkühlung mit Corsair, schon mal sehr geil. Corsair IQ 465X RGB MIDI Tower in Schwarz, Razer Kraken Tournament Headset, Razer X Alloy Origins Core Tastatur und Nano Leafs im Starterpack. Erster Bildschirm ist der AOC Gaming Monitor 144 Hz Curved 24 Zoll und der zweite fast genau das gleiche, aber nicht curved. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass er einen Screenshot von F1 gemacht hat und das als Bildschirmhintergrund. Sieht man auch nicht oft. Die Nano Leafs, bilde ich mir das nur ein oder ist das ein wenig zu hoch? Hätte ich mir vielleicht ein bisschen weiter unten platzieren können, aber okay. Ja, dann der Rechner sieht wirklich schmackhaft aus. Also wirklich sehr, sehr geil. Dann sein Headset, seine Base. Das ist, glaube ich, die V11er Base. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ah, hier steht's, ja. Das Wheel ist ein Fanatec Formula V2, CSL Elite, Fanatec-Pedale und ein Playseat Challenge. Kabelmanagement lässt zu wünschen übrig.
Ja, selbst wenn. Da kann man alles Mögliche gegen machen. Auf jeden Fall sehr guter Blick, aber ich rate dir eins dazu, und das wissen viele noch gar nicht. Bringt den Monitor beim Zocken so nah wie möglich zu euch selbst. Dann könnt ihr einfach besser nochmal die Situation einschätzen, und es bringt nichts, wenn euer Monitor 2 Meter entfernt ist. Das bringt nichts. So habe ich jahrelang gezockt, und glaubt's mir, das ist echt Kacke. So, das hier sieht doch sehr, sehr geil aus, aber ansonsten, hier ist noch der aus. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ah, wie heißt er nochmal? Guardians of the Galaxy? Ich habe den nie gesehen, aber ich kenne diese Figur. Und das Ganze nochmal im Hellen. Ja, sehr geil, sehr gut gehalten. Und ihr seht schon, wenn er ungefähr mit dem Kopf, sage ich jetzt mal, hier ist, dann ist es nicht mehr ganz so weit. Baby Groot, ja, Dankeschön, Dankeschön. Ja, an sich sehr geil gehalten. Kannst mir ja gerne mal schreiben, ob du weiterhin planst, ob deine Nanoleafs sich noch erweitern, also ob du sie noch erweitern möchtest oder ob du das so lassen möchtest. Das nochmal bei Nacht. Das sieht echt geil aus. Und der hat auch noch mein Stream laufen, ne? Direkt Pluspunkt. Danke, Maxi. Ja, sehr, sehr, sehr schön. So, Jakob hat folgendes Setup eingesendet. Erst einmal, was für ein Kabelmanagement hat der Junge? Da sieht man nur ein einziges Kabel. Sagenhaft. PC, Grafikkarte, Asus GTX 1650, CPU, AMD Ryzen 3600, 500 GB SSD, 16 GB RAM, AMD CPU-Lüfter, MSI A320MA Pro Mainboard, Kolink Observatory RGB Schwarz, Monitor, 24 Zoll Samsung 60 Hz, Tastatur eine GXT 845, sagt mir gar nichts, eine Rapu-Maus, sagt mir auch nichts, aber ein U-Rage-Mauspad, Logitech Z333 Lautsprecher und ein Hori-Lenkrad. Und auch hier sieht man mich noch. Gut, nur so Hälfte vom Gesicht, aber das ist egal. Also erst einmal weiße Wand, schwarze Wand. Okay, kann man machen, klar. Sehr sauber und sehr anständig gehalten. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht ein elektrischer Schreibtisch ist, weil ich dachte, das wäre hier ein Kabel oder sowas ähnliches. Aber Jakob, dein Kabelmanagement, ganz ehrlich, das ist ja Wahnsinn. Scheint wohl ein Dart-Fan zu sein. Kaktus hier. Aha. FIFA 13. Nintendo DS. PSP. Und jede Menge von Star Wars. Okay. Und dazu komme ich jetzt. Lego. Boba Fett Helm. Mandalorianer Helm. Stormtrooper Helm. TIE Fighter Pilot Helm. Imperial TIE Fighter. Luke Skywalkers X-Wing Fighter. Und Infinity Gauntlet. Ja, bestes Bild überhaupt von mir erwischt. Es sieht so aus, als würde ich gerade schlafen. Danke. So. Und ja, also hier, so wirklich hier, das meinte ich. Also Star Wars-Fan, der Formel 1 zockt. Just like myself. Aber ich kenne mich mit Star Wars, mit den ganzen Kram nicht so aus. Aber nevertheless, liebe Leute, ja, das war's mit diesem kleinen, aber feinen Review eurer Setups. Dankeschön für alle, die mitgemacht haben. Wie gesagt, ich konnte nicht jeden dran nehmen. Ich bin auch so ein bisschen unter Zeitdruck. Aber wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dann kommt nämlich meine Setup-Tour von diesem ganzen Kram hier. Ich habe schon heute angefangen, die ganzen Kabel so ein bisschen zusammenzubinden und sowas, weil das sind ja gefühlte 1000 hier. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.